Hey Leute und willkommen zurück bei Mystery of Neuschwanstein. So, wir sollen zu Beatrix gehen, in die Eingangshalle. Mein lieber Professor, Sie wollten mir doch Bericht erstatten. Was tut sich auf der Baustelle? Ich weiß, aber wir arbeiten noch daran. Nun gut, aber strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr. Alte Zicke. Wurde nicht etwas für mich abgegeben? Aber natürlich, meine Liebe, wie konnte ich das vergessen? Hier, ich denke, es handelt sich um diesen Brief. Wow, was für eine Musik. Brief von Billings. Sarah, ich habe weitere Informationen für dich. Unser Klient hat mir eine Notiz zukommen lassen. Außerdem hat er über die fantastischen Innovationen gesprochen, die Ludwig hat erbauen lassen. Er hat dabei besonders häufig die Küche erwähnt. Du solltest sie unauffällig unter die Lupe nehmen. Finde das und du wirst deine Story haben. Okay, ich soll also in die Küche, so wie es sich für eine Frau gehört, natürlich. Dürften wir uns wohl in der Küche umsehen? Ich bin untröstlich. Aber die Küche ist im Moment nicht zugänglich. Strikte Anweisung von ganz oben. Von Gott. Keine Ausnahmen. Aber warum? Ich stelle die Anordnungen meiner Vorgesetzten nicht in Frage. Ich befolge sie. Das nennt man Disziplin und Loyalität, meine Liebe. Heutzutage scheinen diese Tugenden zunehmend in Vergessenheit zu geraten. Und jetzt entschuldige ich mich bitte, ich habe Dinge zu erledigen. Okay. Was ist nur los mit ihr? Sie war immer freundlich zu mir. Ja, weil du ein Mann bist. So viel zum Thema enge Verbundenheit. Das will ich überhört haben. Ich meine, ein Buch zu besitzen, in dem von einem Geheimgang die Rede ist, der zur Küche führt. Ich weiß nur nicht mehr, wo dieser Gang seinen Anfang nehmen soll. Okay, hier steht zufälligerweise eine Handtasche rum. Ich hoffe übrigens, dass es für euch okay ist, dass ich die Facecam während der Gespräche eingeblendet lasse. Ich hatte die in der ersten Folge dann immer ausgeblendet, aber es sind hier teilweise so viele Gespräche. Ja, dann kann ich die doch besser nur bei Zwischensequenzen ausblenden. Oder ich hoffe, das ist okay, könnt ihr mir schreiben. So, mein Glaube an das Gute im Menschen bestärkt mich in der Gewissheit, dass sie nicht vorhaben, meine Handtasche zu durchwühlen. Ah, das sagt die Alte. Ach so. So, Geheimgang. Tutorial. Mit der Foto-App im Tablet kannst du bestimmte Gegenstände fotografieren, um sie per Mail zur Analyse zu schicken. Okay, Kamera. Okay, und wie genau, wo genau schicke ich die jetzt zur Analyse? Untersuche die Beobachtung des Mönches, okay. Finde einen Weg in die Küche und... Okay, gut, das hat auf jeden Fall was mit Sternzeichen zu tun. Mit bloßer Hand bekomme ich das nicht raus. Okay, mit dem Schraubenzieher. Unmöglich. Okay. Mit der Zange, ich weiß ja... Ah, doch, echt, mit der Zange. Sternzeichen-Amulett. Okay, ein Sternzeichen-Amulett. Kommen wir denn jetzt hier nach oben? Nee, leider nicht. Dann gehen wir doch mal... Ah, das Buch muss irgendwo hier rumliegen. Ach Mensch, ja, er wieder. Hier vielleicht. Ein Buch. So, und was ist das jetzt, dieses Buch? Unmöglich. Ja, genau das meinte ich. Der König hatte diesen Gang bauen lassen, um sich selbst mit Speisen versorgen zu können, wenn ihm danach war. Sehr praktisch. Diese Schnitzereien haben wir doch schon im Schlafzimmer gesehen. Ich denke, wir sollten unsere Suche dort fortsetzen. Vielleicht geht es von da aus in die Küche. Wir müssen aber auch noch einmal zur Baustelle. Meiner Erfahrung nach machen die Arbeiter bald Mittagspause. Ich möchte Beatrix gerne einen Bericht geben. Ja. Aber natürlich. Wir werden unsere Teuerste glücklich machen. Okay, ich finde das total super, wie er da immer so steht und man ihm hier irgendwas in die Hand geben muss. So, wir sollten nochmal zurück zur Baustelle. Das werden wir tun, aber anscheinend noch nicht jetzt, oder? Gut, dann gehen wir ins Schlafzimmer. Oh, Leute, das ist dem echten Schlafzimmer wirklich nachempfunden. Das weiß ich noch. Ich habe da vor ein paar Jahren, als ich da war,
habe ich mal die Besichtigung mitgemacht und es sah echt so aus. Nur es war sehr klein. Das hier wirkt jetzt sehr groß. Aber na gut. Oh, ein abgebrochener Schlüssel. Bronzen Schlüsselkopf und eine Schatulle. Ein Rasiermesser. Oh, oh. Moment, können wir mit dem Schatullenschlüssel irgendwas machen? Nee, schade. Hier fehlt der Griff. Ich kann doch bestimmt einen Ersatz bauen. Ah, für die Schublade. Willst du einen Ersatz bauen? Kannst du das Rasiermesser da... Okay, so geht das gut, nicht. So geht das nicht. Hier das wunderschöne Bett mit... Ah, wahrscheinlich eine Tagebuchseite. Jo. 19. Mai 1880. Wir haben von einem Gerät gelesen, mit dem Sie schon... Das ist ein bisschen schade. Die neuesten werden nicht als neu angezeigt. Da muss ich wirklich überlegen. Ich glaube, das hier müsste es sein. Hm? Das kann ich nicht anklicken. Hm? Jetzt kann ich gar nichts mehr anklicken. Ludwigs Tagebuch. Ich kann das nicht anklicken, Leute. Mit rechts auch nicht. Warum nicht? Ich glaube, das hier vom Mai, das müsste das sein. Geht denn das nicht? 5. Juni. Nope. Ich kann es nicht anklicken. Okay, eventuell geht's ja später. Oh. Ach, okay. Können wir das einsetzen? So okay, geht so das geht nicht. Das nicht. So, ich glaube, das können wir aber noch nicht lösen. Wir haben keine weiteren Amulette. Diese Schnitzerei ist wie die Abbildung in dem Buch. Aber es scheint ein Stück zu fehlen. Die Abbildung in dem Buch? Das haben wir uns doch gar nicht angeschaut. Immer diese coole Entspannungsmusik. So geht so das geht nicht. Es nicht. Okay, gut. Ich glaube, das müssen wir echt später lösen. Oh, können wir rausgucken? Türknopf. Ah. Türknopf. Okay, okay. Ist hier sonst noch was? Verrostetes Metallstück. Ah, okay. Auf dem wunderschönen Sessel ist nichts mehr. Schade. So, können wir das Metallstück irgendwie... Das muss ich anders verwenden. Okay, Bronzeschlüssel. Damit ergibt keinen so Sinn, genau. Nicht. Ich denke, das Plus heißt immer, dass wir das kombinieren können, oder? Das muss ich genau, anders verwenden. Genau, weil so alleine geht das nicht. Aber sie sagte auch nichts zu, ne? Also wir bekommen keine Infos mehr über die Gegenstände. Das muss ich anders verwenden. Das musst du anders verwenden. Ich klicke hier gerade noch mal ein bisschen rum. Können wir durch die Tür? Nee, schade. Hier fehlt der Griff. Okay, ja, du kannst einen Ersatz bauen. Die Frage ist nur, wie? Ja gut, mit der Zange. Das muss ich anders okay. verwenden. Ja, ja, okay. Gut. Was können wir denn jetzt noch... Muss ich noch mal irgendwie in das Buch schauen oder so? Sekundenkleber. Ah, das ist sehr gut. Kann ich eigentlich da hinten rein? Nee. Das geht nicht. Hier war der, genau, der Generator war da drunter. Bringt mir jetzt auch nichts. Das muss ich anders verwenden. Ah, geklebter. Ah, und das alleine reicht aus? Das alleine reicht tatsächlich aus? Einfach ein bisschen Kleber drauf? Jo, das reicht wirklich aus und es wird wieder gewimmelt. Ich sehe schon eine Spinne. Broschekammring, weißer Knopf, Diamantring, Spinne. Die nehmen wir doch direkt mal. Weißer Knopf, den haben wir da. Spiegel, Motte, Fischsymbol. Spiegel, Motte, Fischsymbol. Zettel, Blitzsymbol. Da ist der Fisch. Motte. Diamantring, Diamantring. Ist das ein Diamantring? Nein, was war das? Ein Ring. Okay, Blitzsymbol. Das hier? Nee. Kamm und Brosche. Da ist der Kamm. Ist das die Brosche? Ah, nee, das ist die Münzsammlung.
okay, da fehlen aber noch welche. Die hier vielleicht. Und da ist der Diamantring. Brosche, Blitzsymbol, Zettel. Was ist denn ein Zettel? Das hier? Verschlossen. Was? Verschlossen. Ach, da könnte wahrscheinlich der Spiegel oder so drin sein, wenn ich jetzt einen Schlüssel habe. Dass ich den öffnen kann. Zigarre, Fingerhut. Da ist noch eine Münze. Dann haben wir die Münzsammlung. Blitzsymbol. Schön hier am Rand schauen, nicht, dass ich wieder das Offensichtliche übersehe. Ist das... Ne, ist kein Blitzsymbol, das sieht eher aus wie eine Sonne, ne? Blitzsymbol. Brosche. Ah, das war die Brosche. Und das Ding hier müssen wir öffnen. Okay, so viel ist klar. Können wir das mit dem Messer machen? Nee. Zettel und Blitzsymbol. Ach, das war der Zettel? Na gut. So, Blitzsymbol, Blitzsymbol. Und irgendwas, um die Schatulle hier zu öffnen. Ah, Moment. Moment, Moment. Geht das etwa so? Ja, Spiegel. So, fehlt noch das Blitzsymbol. Ah, Kartenstück. Also, wenn ich das richtig lese, führt die vollständige Karte in ein Gewölbe unter dem Schloss. Ja, das sehe ich auch so. Weißt du, was das bedeutet? Das wäre die größte Sensation in den letzten 200 Jahren deutscher Geschichtsschreibung. Wir wären berühmt. Das ist eine Information von unschätzbarem Wert. Ganz ruhig, Professor. Wir müssen erst einmal die anderen Kartenteile finden. Wenn wir das geschafft haben, können wir immer noch feiern. Und kein Wort zu Beatrix. Zu niemandem. Ich schweige wie ein Grab. Na gut, Opa. Können wir das jetzt lesen bzw. anhören? Das geht wieder, das geht. 19. Mai 1880. Stopp, dann geht das andere jetzt auch. Wehe nicht. Was war das, 5. Mai? Das geht nicht! Jetzt geht auch wahrscheinlich das erste wieder nicht. Ach komm, dann probiere ich es gleich nochmal. So, kein Wort. Oh, da ist gesperrt, da können wir nicht mehr hin. Wir können zum Vorhof im Schlafzimmer. Wir können hier noch was machen. Ah ja, das hier. Stimmt, okay, da fehlt aber was. Dann gehen wir doch zum Vorhof. Ah, die Schreiberin und der Herr Gelehrte. Immer noch auf der Suche, immer noch auf der Jagd. Aber Vorsicht, vor dem Mann aus dem Süden und seinem Hund. Ah, der von der Baustelle. Sie beschützen den Weg in die Tiefe. Ich kann aber helfen, den Weg zu finden. Wie? Die Schreiberin und der Gelehrte sollen morgen um diese Zeit wieder hier sein. Dann werde ich ihnen Beweise geben, die den Mann aus dem Süden entlarven. Die große Verschwörung aufdecken. Den Vorhang wegziehen. Lebt nun wohl. Gott mit euch. Ja, vielen Dank. Ich finde den Mönch ein wenig merkwürdig. Ich weiß nicht, ob wir dem trauen können. Was haben wir jetzt hier Neues gekriegt? 5. Mai 1875. Es hat sich vor unseren Augen ein weiteres, erstaunliches Wunder der Technik offenbart. Wir müssen dieser technischen Möglichkeit, Momente für die Ewigkeit zu bewahren, zwingend mehr Aufmerksamkeit widmen. Unsere Nachwelt muss nicht nur von unseren Taten erfahren, sie muss sie auch sehen können. Aber natürlich. Gut. So, und eine E-Mail. Sehr geehrte Frau Hamilton, unsere geologische Fachabteilung hat das Muster analysiert. Diese Gesteinsproben stammen auf gar keinen Fall vom Schloss oder von der Gesteinsschicht, die sich direkt darunter befindet. Aufgrund des Drucks, der auf diesen Steinen gelastet hat, stammen die Proben aus mindestens 10 Metern Tiefe. Ich hoffe, mit diesen Informationen konnte ich Ihnen helfen. Mit freundlichen Grüßen, Elisabeth Minna. Archiv Historisches Museum München. Okay. Das ist ja schon mal ganz interessant.
Hier ist jetzt tatsächlich gesperrt, ne? Hier kommen wir nicht rein. Oh, na, sieh mal einer an. Versperrt, dann muss ich mir wohl mit Gewalt Zugang verschaffen. Mit dem Messer vielleicht. Das durchschneiden, jawohl. Oh, der Schredder ist weg. Das Schloss sieht sehr verrostet aus. Okay, können wir das aufbrechen, beziehungsweise mit der Zange irgendwie knacken? Das muss ich anders verwenden. Schraubenzieher. Unmöglich. Dietrich. So geht das nicht. Das Schloss ist verrostet. Dem Rasiermesser. Okay. So geht das nicht. Kartenstück 1 von 5. Aha, okay. Gut. Die Marienbrücke liegt außerhalb des Schlosses. Es müsste auf unserer Karte sein. Hä? Und was willst du damit jetzt? Was willst du jetzt mit der Marienbrücke? Oh. Rostentferner, sehr gut. Auf dem Papier hat sich etwas durchgedrückt. Ah, dann wollen wir doch mal schauen. Was haben wir denn da? Zahlenschlüssel, sehr gut. Ach, das war's hier, okay. So, das können wir anscheinend nicht anschauen. Ein Gastank, sehr nützlich, wenn man Gas braucht. Ah ja, okay, gut, wir brauchen ja kein Gas. Die Baukiste ist verschlossen. Ich müsste den Zahlencode... Ach so. Kann ich mir denn nicht... 7, 6, 5, 2... Ach so, das muss ich wahrscheinlich... Ah. Hä? Jetzt steht da 1, 9, 7, 8, 3. Öffne das Zahlenschloss mit der richtigen Zahlenkombination. 10 Versuche. Und die Kombination... Die Kombination ist 1, 9, 7, 8, 3. Aha. Was machen die beiden Pfeile? Das kapiere ich gerade nicht. Das... Naja, die setzen es dahin, aber warum? Ach, ich weiß warum. Klar, damit wir das verschieben müssen, wir... Ja, okay. Wir brauchen jetzt hier die 9. Nee, das war falsch. Nein. 9. Bauen wir da die 7? Ja gut, aber mit 3 Zügen kriegen wir das ja nicht mehr hin. Das dreht gegen den Uhrzeigersinn. Ja gut, das bekommen wir jetzt, wie gesagt, leider nicht hin. Kann ich da nicht... Ah, so kann ich das zurücksetzen. Okay, das heißt aber, ich muss definitiv doch mit der ersten... Nee, muss ich nicht. Boah, Leute, das ist ein kniffliges... Ah, Mann, falsch rum. Das dreht ja im Uhrzeigersinn. Ich bin so... Nur doof. Ich könnte aber da jetzt die 7 hinsetzen, ne? Das geht... So, dann drehe ich 2 nach links, dann hätte ich die 9. Sehr gut. Die setzen wir dahin. Wenn ich 2 drehe, habe ich die 1. Okay. Da haben wir die 1. Jetzt brauchen wir die 8 und die 3. Das heißt, wenn ich so rumdrehe, 1, 2, 3, dann hätten wir da die 8. Okay. So. Jetzt brauchen wir da nur noch die 3. Das heißt, wir können
dreimal nach rechts drehen. Dann haben wir 1, 2, 3, dann haben wir die 5. Wenn wir zweimal nach links drehen, haben wir hier die 0. Dann drehen wir noch zweimal nach links. Haben dann die 2. Nee, das passt nicht. Also wir haben noch 6 Versuche, klar, aber... 1, 2, 3. Dann haben wir da die 5. Ich mach das mal. Dann haben wir da die 5. Wenn ich jetzt 2 nach links schiebe, dann hätten wir hier die 7. Passt nicht. Wenn ich 3 nach rechts schiebe, haben wir da die 2. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Mist. Eins, zwei. Dann hätten wir da die 9. Eins, zwei, drei. Das passt nicht. Eins, zwei, drei. Doch, und dann nochmal die 3? Spiel gelöst. Cool. Sehr schön. Und was ist drin? Ein kleines Holzschild. Ah, ist das nicht das fehlende Stück von den Schnitzereien im Schlafzimmer? Das sollten wir überprüfen. Das werden wir tun.